Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Stimmt, ich muss ja immer noch zu Nordhagen Beach und denen sagen, wir haben das geschafft. Ja, die letzte Folge war lustig. Roboter Form 1, doch, fand ich lustig. Mochte ich. So. Wo sind die da? Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Ach, die ist. Das ist schon ein bisschen schön. Ich meine, ich mag Rothaarige deswegen. Wirklich? Kennst du Diamond City? Das sind die Stadt ist riesig. Die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Nicht wahr? So, guck mal, jetzt gehört mir das auch. Anscheinend. Aha. Ja, dann würde ich sagen, dass ich das mal gerade kurz verwende. Also, wenn die mir schon so die Möglichkeit geben, dann haben die auch Pech dadurch. Ich werde den halt quasi alles nehmen. Ich bin so ein bisschen, wie so jemand, der kommt halt ins Land und sagt, ja, ne, Leute, danke für die Hilfe, jetzt komme ich und, das war's. Ich brauche ja keine großen, vielen Stützpunkte. Ich brauche einige wenige Stützpunkte, die groß sind. Und nicht viele, die schwach sind. Versteht er, ne? So, was haben wir denn hier? So, nichts Wichtiges. Alles super. Ein Treibholz zum Beispiel. Und wir brauchen hier schließlich für unseren Superbau... Man sieht die Antenne nicht. Aber so etwa hier... eine Menge Ressourcen, deswegen muss man das ja verstehen, ne? So. Dass ich das alles hier brauche. Ihr könnt ja auch gerne zu der anderen Siedlung rüber. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber wahrscheinlich nicht. Dass man die Leute zur anderen Siedlung rüberbringt. Ich will ja immer noch die 100-Menschen-Siedlung haben. So, eine Hummerfalle. Unwichtig. Auch das ganze Holz ist unwichtig. Ich würde wahrscheinlich auch die ganzen Brücken abreißen, die ganze Stadt, die ganze Innenstadt. Boston platt machen und einen Parkplatz rausmachen. So. Außerdem ist das ja nicht wirklich so schön, dass man jetzt sagt, ach ja, das braucht man unbedingt. Ich kann das Auto natürlich nicht recyceln. So. Diese Steuerung ist halt wirklich sinnbescheuert. Flamingos brauchen wir natürlich auch. Ah, kann ich nicht recyceln. So, noch mehr Treibholz. Und noch mehr. Ihr braucht diese Dinger ja schließlich nicht. Braucht ihr das hier? Kann ich nicht einlagern, schade. Das wäre zu schön gewesen. Aber wer braucht denn schon bitte den Zaun? Also bitte. Wird viel zu überbewertet.
Meh, kann ich nicht abreißen. So. Wir brauchen keine Kochstation. So, Wasser brauchen sie auch nicht. Dass ich das Haus nicht abreißen kann, kann sie sich noch glücklich schätzen. So. Oh, ich habe ja ein Level. Stimmt. Das war die falsche Taste für Level Up. Level Up. Stimmt, genau, das wollte ich ja machen. Da war ja was. Das ging ja relativ fix. So, Transfer. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammen. Wie viel habe ich denn im Gewicht? 386. Ach, das geht ja sogar. Guck mal. Hey. Sag an. Yo. Und zwar. Schrott, ne? Ich gebe ja einfach. Ja. Sag Bescheid. Ja. Es hat schon gereicht. Das ist alles für die Burg, meine Freunde. Alles für die Burg. Nichts wird hier verschwendet. Es ist nur eine Ressourcenumordnung. So. Das haben wir. Hey. Piper. Nach dir. Ich hätte gerne das Aluminium, den Baumwolle, den Beton. Danke. Nee, falsch. Ach, schön. Ah, okay. Ich dachte, mein müdes Auge hätte gerade gesehen. Wieso geht die Moral runter? Haben wir irgendwie. Brauchen wir da irgendwas, um die Moral zu steigern? Die Lounge, ne? Die Lounge war ja was, womit wir die Moral steigern können. Aber das Problem war ja, glaube ich, Gastronomie. Wenn ich da die Bar mache, das ging ja nicht, ne? Ich hatte ja den Meisterhändler noch nicht. Deswegen wäre das auch noch nicht machen können. Schade. Boah. Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die Minutemen zu verpassen. Schutz. Aber ich, ne, das, Schutz ist ja immer noch da. Schrauben. Wir haben so wenig Schrauben. Das ist schlimm. Aber erstmal würde ich sagen. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Schieß los. Achso, das ist einer von dem Essensteam. Okay, und das ist natürlich auch Feierabend. Gut, dann, Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Es ist kurz nach 2. Muss ich mit Preston Garvey sprechen, genau. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minutemen zu verpassen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aus Sanctuary habe ich ja schon alles übertransportiert, ne? Da ist ja nichts mehr. Ja, der mysteriöse Fremde. Alles klar. Wo ist er? Ach, da. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Ja.
gut. Aber noch ein bisschen was. Nämlich das hier. Ja, natürlich. Das ist ja nicht weit weg. Ich würde behaupten, dass die Folge damit beschäftigt wird, dass ich jetzt dahin laufe. So. Na toll. Ja. Wo ist er hin? Naja, ist auch nicht so relevant, ne? Irgendwann, da fällt mir gerade. Ja. Kein Kommentar. Irgendwann werde ich auch nochmal von allen Siedlungen, die ich besitze, die Ressourcen auf die Burg übertragen, wenn es dann in den richtigen finalen Bau geht. Also, dass ich anfange, dass das Grundstockwerk, das Grundgerüst nicht mehr ausreicht. Dann nächste Stockwerke kommen müssen und da ist ein Yaogwai, aber keine Piper. Doch, da. Das war's dann wohl für dich. Aber warum ist der immer verkrüppelt? Mensch. Uha. Was ist denn hier los? Weil wer wohnt hier so alleine? Macht nichts, erste Hilfekasten ist da. Und ein Brettspiel. Schade, kann ich nicht rein oder irgendwie aufmachen oder so. Da ist noch ein Schiff. Sag mal, auf dem begehbaren Teil des Schiffs ist nichts. Ja, das war ja super ergiebig. So, ich darf nicht so viel sprinten. Ich mach's immer wieder und das ist immer falsch, weil ich dann keine AP mehr habe. Das ist ein Friedhof. Okay. Was habe ich hier für Geräusche? Hä? Was passiert hier? Ach nein, kein radioaktiver Sturm, bitte. Nein. Na, wunderbar. Das Wetter ist doch blau. Da ist doch nichts. Nerv. Jetzt will ich aber wirklich schnell ans Ziel. Wie weit ist es denn noch weg? Ach, wir haben die Hälfte. Gottes Willen, Gottes Willen. Was? Robotics? Das. Was? Pioneer Park? Was? Yo. Kein Schluss ist, oder? Mhm.
Dachchen. Aua. Warum? Muss denn jetzt ein radioaktiver Sturm kommen? Warum die Enklave jetzt? Die nicht die Enklave, die Bruderschaft auch noch. Eieieiei. So, nochmal. Kritischen haben wir. Nett. Boah, das macht aber so extremst brutal viel radioaktive Strahlung. Was ist denn hier? Huch! Was? Hä? Wieso ist Piper weg? Wieso? Ich will nicht. Piper! Nein! Abbrechen! Piper hat das gehasst, ja warum? Ich hab doch gar nichts getan! Wieso explodiert da alles? Was ist hier los? Wo sind wir denn? Hä? Schrottpalast, ja. Hä? Hä? Und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen und ich bin tot und hä? Was ist das denn? Heilige Maria! Junge, Junge, Junge. Ach ja, ich mag das, dass wir durch das Essen keine radioaktive Strahlung mehr bekommen. Ja, ne, ach so, das sind die Bruderschaftsleute. Da. Was ist das denn mit der? 70! Piper? Piper? Piper. Das ist zwar eine lustige Waffe, aber... Nicht mehr als sonst auch. Wobei das ohnehin eine hohe Messlatte ist. Oh, gut. Solange ich das Niveau halte. Es ist einfach nur lange her, dass ich jemanden wie dich hatte. Verdammt. Aha. Ich wollte nur Danke sagen. Mir geht es genauso. Es gibt niemanden, den ich lieber als Rückendeckung hätte. Und ich bin für dich da, solange du willst. Jetzt komm, brechen wir auf. Ich wollte... Hey, Piper. Tja, das Institut hat eine Menge Feinde. Die Minutemen haben sich mit ihm angelegt und die Railroad tut's noch immer. Und dann sind da noch diese Emporkömmlinge. Die stählerne Bruderschaft. Ja. Du hast die Railroad erwähnt. Angeblich bieten sie entflohenen Zyns Schutz vor dem Institut. Aber sie sind verschwiegen. Extrem paranoid. Dazu fällt mir nur ein Gerücht ein. Eine Art Parole. Folgt dem Weg der Freiheit. Mhm. Und die Bruderschaft? Das Luftschiff der Bruderschaft ist kaum zu verfehlen. Die stählerne Bruderschaft ist nicht gerade zurückhaltend. Angeblich nehmen sie sich einfach, was sie brauchen. Ganz besonders Hightech. Sie könnte stark genug sein, um dem Institut einen harten Kampf zu liefern, aber sie sind, sagen wir so, sie haben ihre eigenen Vorstellungen. Aha. Was weißt du über die Minutemen? Weißt du noch, die Gruppe, die du in Concord gerettet hast? Soweit ich weiß, sind das die letzten Minutemen im Commonwealth.
Ursprünglich eine Freiwilligenarmee zum Schutz von Freunden, Familie und Nachbarn. Klingt eher harmlos, aber die waren mal ziemlich mächtig. Aha. Ich sollte losgehen. In Ordnung. So, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Klar, gehen wir. Wird gemacht. So, Piper. Hey. Was kann ich für dich tun? Können wir jetzt mal... Danke. Was brauchst du? Zellen. Kriegst du. Nimm dir die? Hey. Nein. Die nimmt trotzdem natürlich noch die Munigun. Hm? Die soll aber das Ding nehmen mit 70 Schaden pro Schuss. Das fetzt einem die Ohren weg wahrscheinlich. So. Alter, was hier gerade passiert ist, weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, dass ich jetzt im Cut mache.